Mega the good stuff, man. Anziehen der Weben, der Web-Vandalen. Den Ni- Hallo, lieber Erfolgssammler. Pet- und Toysammler, aufgepasst. Heute geht es um den Erfolg Treasures of Azkahed, Schätze von Azkahed. Ihr bekommt von diesen Kisten 3 Pets, ein Toy sowie Ruf- und graue Items. Ich zeige euch alle Kisten für den Erfolg, wo diese sind und was ihr dafür machen müsst. Mir scheint es so, als haben die Kisten in dem Gebiet keinen langen Respawn-Zeit, beziehungsweise können von mehreren gelootet werden. Kann mich natürlich auch täuschen und lucky beim Finden gewesen sein. Den Niffen-Stash konnten wir nämlich irgendwie zu dritt looten. Also fangen wir an. Der Erfolg ist Warbound bzw. Account-wide. Ihr könnt ihn also mit mehreren Chars machen und jeder Char kann jede Kiste looten. Die Rufbelohnungen sind aber einmalig. Fast jede Kiste hier gibt Ruf. Hier gibt es Ruf für The Severed Threads bzw. für die Leader. Es ist egal, in welcher Reihenfolge ihr die Kisten öffnet. Concealed Contraband. Versteckte Schmuggelware. Diese Kiste ist etwas versteckt, relativ weit oben in einer kleinen Nische vom Felsen. Hinfliegen und looten. Hier wird die Kiste aus mehreren Schichten von Spinnenfäden quasi ausgepackt. Nicht wundern. Weaving Supplies. Webereivorräte. Um diese Kiste öffnen zu dürfen, müsst ihr vorher erstmal 3 Items einsammeln, und zwar Fäden. In verschiedenen Farben. Violett, Gold und Rot. Diese befinden sich auf dem Gebäude. Ist scheinbar eine Art Färberei. Dachte erst, hier stehen mehr als nur 3 Farben rum, weil hier mehr als 3 Farben gesponnen werden. Die Kiste selber steht etwas rechts auf einem Turm. Hier bekommt ihr das Spielzeug Web Vandals Spinning Wheel. Spinnenrad der Webvandalen. Können wir jetzt Don Röschen nachspielen? Ist auf jeden Fall sehr amüsant, das Toy. Nestegg, Nestei. Sehr weit oben, liegt auf einer Spinnenstraße. Eventuell sind dort ein paar kleine Spinnen. Also töten, bevor ihr die Kiste lootet. Aus dieser Kiste kommt das Pet Bone Drinker, Knochentrinker. Ich hoffe, er saugt uns jetzt nicht selber aus. Der Niffenstash, Niffenschatz, hängt unter einer Brücke. Diese befindet sich etwas südlich von der Stadt. Konnten wir zu dritt einsammeln, also unsere 3-Mann-Gruppe. War sehr verwirrend. Memory Cage, Erinnerungskiste. Um die Kiste zu sehen, bzw. den Gegner, der euch den Schlüssel dafür gibt, braucht ihr den Debuff Unseeming Shift, ungehörige Verschiebung. Den kann man auf 2 Weisen einfach bekommen. Entweder man sammelt diese Flaschen, Container auf, die hier in dem Gebiet rumstehen, oder man läuft einmal in die rote Suppe, die hier auch zu finden ist. Dann geht man zu der Location, killt den Mob und lootet die Kiste. Hier bekommt ihr das Pet Mindslurper, Gedankenschlürfer. Ist er nicht toll? Und eure Gedanken sind jetzt nicht mehr sicher. Er schlürft sie einfach weg. Trap Trove, eingeschlossener Schatz. Diese Kiste befindet sich in einem Raum. Dort sind sehr viele Spinnenflächen auf dem Boden. Lauft ihr dort rein, werdet ihr gefangen und rausgeportet. Also aufpassen beim Laufen. Hier bekommt ihr das Pet Spinner, Spinny. Super knuffig. Disturbed Soil, aufgewühlte Erde. Ganz im Süden, auf einem Felsvorsprung, befindet sich dieser Dreckhaufen. Hinfliegen und im Dreck wühlen. Nerubian Offerings, nerubische Opfergabe. Sehr versteckt unter der Plattform von einem Gebäudedach. In einer kleinen Nische, alles voller Spinnenweben hier. Hinfliegen und looten. Missing Scouts Pack, Bündel des vermissten Spears. Beim Rausfliegen von Azkahed nach Hollowfall habe ich zufällig die Kiste entdeckt am Wegrand, versteckt hinter Spinnenweben. Also irgendwo im Nirgendwo. Silkspun Supplies, seidenumwommene Vorräte. Hier befindet sich die Kiste in einer Höhle, etwas rechts oberhalb der Stadt, wenn man Richtung Ringing Deeps fliegen will. In der Höhle, in die Höhle reinlaufen und dann links, direkt neben einem Unterstand mit 2 Tischen. WoW-Head-Kommentare sagen, dass es einen langen Respawn hat.
Endlich sind alle Kisten gesammelt fürs Erste, denn das waren alle Kisten aus der Zone, die ihr für den Erfolg benötigt. Viel Spaß beim Sammeln, eure erfolgreiche Trollelfe. Vergesst nicht, es gibt dieses Mal sehr viele schöne und nützliche Spielzeuge und cute Pets, abgesehen von dem ganzen Ruf, den man durch die Kisten einmalig bekommt. Weitere Erfolgsgates folgen, lasst doch mal ein Abo da, damit ihr keinen Erfolg halt mehr verpasst. Das nächste Event kommt bestimmt. Auch fest. Bis zum nächsten Mal. Wenn man richtig... Good luck, friend.